Hallo und ganz herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Wir blicken gleich auf die Indikationen von Dow Jones und Co. Und wir blicken auf den Milliardendeal von Starbucks und Nestle. Zuvor aber der Blick an die Börse Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Franziska, der DAX hat jetzt schon 6 Wochen in Folge Wochenzugewinne verzeichnen können. Letzte Woche waren es 1,9%. Jetzt ist er heute Morgen verhalten in die neue Woche gestartet. Wie sieht es mittlerweile aus? Verhalten, freundlich in die Woche gestartet, aber jetzt inzwischen doch relativ deutlich zugelegt. Und wir sind jetzt inzwischen sogar über der 12.900-Punkte-Marke, nachdem wir die 12.800-Punkte-Marke ja mit ins Wochenende genommen hatten. Heute Morgen war es relativ ruhig. In London bleibt die Börse aufgrund eines Feiertags geschlossen. Von daher fehlten so ein bisschen die Impulse. Aber die Wall Street wird ja wohl auch freundlicher starten. Und genau das sorgt jetzt zum Nachmittag hin eben auch noch mal für Rückenwind. Und somit sehen wir den DAX bei 12.910. Zählern. Ein Plus also von 0,7% hier in Frankfurt. Der schwächere Euro, der nach den Auftragseingängen für die Industrie aus Deutschland auch noch mal abgegeben hat, ist natürlich ansonsten auch eine weitere Stütze. Wirft man einen Blick auf die Einzelwerte unter den 30 DAX-Werten, ist Infineon einmal mehr gefragt. Gute Stimmung herrscht weiter in der Halbleiterbranche. Barclays hat außerdem das Kursziel angehoben und somit Infineon vorne. Linde, Thyssen, Covestro und Fresenius unter anderem unter den Top-Werten. Auf der Verliererseite hingegen, da haben wir die Aktie von BASF, da ist aber viel Optik mit im Spiel. Die Aktie wird heute nämlich ex-Dividende gehandelt, 3,10 Euro je Anteilsschein gibt es. Bayer, Heidelberg, Zement, die Deutsche Bank, BMW und Commerzbank ansonsten schwächer. Das heißt, der Finanzsektor heute dann auch etwas unter Druck, wobei der Commerzbank einen negativen Analystenkommentar gab. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Der DAX also über 12.900 Punkten im Moment unterwegs. Jetzt wenden wir uns gleich mal dem US-Markt zu. Wir sehen hier die Indikationen für Dow und Co. eingeblendet. Auch da haben wir am Freitag Zugewinne gesehen. 1,4% ging es für den Dow nach oben. Auch heute wird er wieder im positiven Bereich erwartet. Also er hält sich jetzt weiter mittlerweile deutlich über der 24.000-Punkte-Marke, die er letzte Woche dann am Ende zurückerobert hat. Auch der S&P 500 und der Nasdaq werden hier mit Zugewinnen von 0,2-0,4% erwartet. Wir schauen auf den einen oder anderen Einzelwert. Wir starten mit Tesla. Letzte Woche gab es Zahlen, die aber so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, weil Sie haben es sicherlich mitbekommen, Elon Musk bei der anschließenden Telefonpressekonferenz mit den Analysten sich ja ein bisschen dünne Haut gezeigt hat oder sich ein bisschen gereizt präsentiert hat und dann doch ein bisschen ja, zickig auf die eine oder andere Frage reagiert hat. Und das hat auch die Tesla-Aktie zeitweilig unter Druck gesetzt. Jetzt hat sich Mark Spiegel, das ist der Gründer von Stanford Capital Partners und seit langen Jahren ein Tesla-Kritiker, zu Wort gemeldet. Er hat das Ganze von letzter Woche, diese Ereignisse zum Anlass genommen, um nochmal so ein bisschen gegen Tesla herzuziehen. Er hat gesagt, dass die Gereiztheit von Herrn Musk so ein weiteres Zeichen dafür ist, dass die Pleite des Konzerns unmittelbar bevorsteht oder zumindest überhaupt bevorsteht, vielleicht nicht ganz unmittelbar, aber dass sie doch absehbar sei, diese Pleite. Er hat auch noch andere Gründe angeführt, nicht nur sein Verhalten oder das Verhalten von Herrn Musk in der Konferenz, sondern auch eben die weiterhin schlechten Finanzzahlen, auch wenn die beim letzten Mal eigentlich über den Erwartungen waren, aber die Erwartungen waren schon recht niedrig. Außerdem die Verschiebung von den Produktionszielen, die ja, werden ja immer wieder verschoben, das führt er an. Und auch die Konkurrenz, die in den nächsten Jahren immer, immer stärker und immer, immer größer wird und Tesla das Leben schwer machen könnte. Zitat von Herrn Spiegel, Tesla ist immer noch eine Null. Er rechnet mit einer Pleite von Tesla im Jahr 2019. Spätestens. Die Aktie hat sich aber nach diesem kleinen Ausfall von Herrn Musk wieder fast erholt. Das ist ein Stück weit nach unten gegangen, aber in den letzten Tagen konnte sie wieder ein bisschen zulegen. Und auch heute ist sie recht deutlich im Plus, 1,5%, sodass dieser Fauxpas, nenne ich es mal, von Herrn Musk jetzt fast schon wieder, zumindest was die Aktie angeht, in Vergessenheit geraten ist. Jetzt schauen wir auf den Milliardendeal von Starbucks und Nestle. Denn die beiden haben einen Milliardendeal quasi abgeschlossen. Denn Nestle hält die weltweit unbefristeten Vermarktungsrechte für den Konsum und für die Konsum- und Gastronomieprodukte von Starbucks. Da geht es aber nicht um die Kaffeehausketten. Die Rechte liegen weiterhin bei Starbucks. Darauf will sich Starbucks konzentrieren und die Vermarktung von anderen Produkten, die dann in den Supermärkten angeboten werden, da liegen die Rechte eben jetzt bei Nestle. Dafür bekommt Starbucks eine Zahlung von 7,15 Milliarden US-Dollar in bar. 500 Starbucks-Mitarbeiter werden auch zu Nestle wechseln und Nestle hat auch schon bekannt gegeben, dass man ab dem kommenden Jahr bereits von dieser positiv von dieser Geschichte profitieren wird, was das Ergebnis angeht. Schauen wir mal, wie die Aktien heute auf diese Neuigkeiten reagieren. Am Wochenende wurde es gemunkelt, seit heute ist es sicher. Hier sehen wir erstmal die Aktie von Starbucks eingeblendet, die etwas deutlicher profitiert.
$59,25, da notiert sie. Also da sehen wir einen deutlichen Aufschlag hier an diesem Montag von 2,7%. Zuletzt hat man es immer wieder geschafft, die 200-Tage-Linie zu verteidigen. Kleine Dips darunter wurden wieder nach oben aufgelöst. Hält sich also recht gut. Jetzt muss aber dieser Widerstandsbereich hier, den man auch schon öfter angelaufen ist, bei rund $60 doch mal durchbrochen werden. Vielleicht hilft die heutige Meldung dazu oder trägt sie dazu bei, dass dies gelingt. Schauen wir drauf, wie die Nestlé-Aktie heute aufgestellt ist. Ich habe es verraten, auch sie notiert im positiven Bereich. Wie gesagt, nicht ganz so deutlich. Hier sehen wir die Aktie momentan mit einem Plus von 1,4%. Also, naja, gut, nahezu ebenfalls so deutlich wie Starbucks im Plus. 64,90 €, da notiert sie. Hier hat man zuletzt eine kleine Durststrecke durchlaufen. Es ging erst deutlicher bergab, so Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. Jetzt hat man oder versucht man hier einen Boden herauszubilden bei gut 62 € in etwa. Und ja, wie gesagt, am heutigen Tage ist man auch mit grünen Vorzeichen unterwegs. Jetzt schauen wir noch auf Warren Buffett und seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Denn am Wochenende hat das alljährliche Aktionärstreffen stattgefunden. Und da musste Herr Buffett ausnahmsweise mal einen Verlust vermelden für Berkshire Hathaway. Und zwar unter dem Strich gab es ein Minus von $1,2 Milliarden. Im Vorjahr konnte unter dem Strich noch ein Gewinn von $4,1 Milliarden vermeldet werden. Das liegt aber an einer neuen Bilanzierungsmethode. Und zwar muss der Marktwert bislang unrealisierter Investments jetzt fortlaufend ausgewiesen werden. Und deswegen gibt es jetzt eben diesen Verlust unter dem Strich. Aber der operative Gewinn, der legte dagegen zu von $3,6 Milliarden auf jetzt $5,3 Milliarden. Hier sehen wir die Berkshire Hathaway-Aktie. Auch die hat es zuletzt nicht ganz so leicht gehabt. Versuchte auch hier, sich über der 200-Tage-Linie zu halten, was gelungen ist. Die sehen Sie hier aktuell bei $196,50. Und sie notiert auch aktuell ja rund 0,5% im positiven Bereich. Da gab es also schon Zahlen wie bei vielen anderen US-Konzernen ohnehin in den vergangenen 1, 2, 3 Wochen. Es kommen aber auch noch ein paar Bilanzen. Hier schauen wir mal uns einen kleinen Überblick an. Also heute sind nicht mehr ganz so viele spannende Werte dabei. Monster zum Beispiel dürfte heute noch oder wird heute noch Zahlen vorlegen. Nachbörslich. Morgen dann wird schon spannender. Disney, nach den ganzen Blockbustern, die zuletzt eben gut gelaufen sind, wird diese Bilanz eventuell wieder spannend. Match Group, die hat ja in der letzten Woche deutlich verloren, weil Facebook ins Dating-Business einsteigen will. Mal schauen, wie es da im letzten Quartal lief. Da gab es ja noch keine Konkurrenz durch Facebook. Groupon wird dann am Mittwoch beispielsweise die Zahlen vorlegen. Und dann schauen wir mal gleich auf den Donnerstag. Da gibt es dann Zahlen von Nvidia nach Handelsschluss oder auch von Dropbox. Ist ja ein Börsenneuling, also noch nicht allzu lange am Start. Auch da wird man am Donnerstag nachbörslich wissen, wie es im letzten Quartal für den Konzern lief. Werden wir sicherlich noch auf die ein oder anderen Ergebnisse dann blicken. Ja, das war's für den Moment. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Handelstag. Machen Sie es gut.